Hallo und willkommen hier wieder zu Yu-Gi-Oh! News. Und zwar in TCG, die Cyberslink Structured Liste ist hier offiziell jetzt da mit Digitron, Dotscaper, Client, Backlinker, Balance Lord, Rune Claudia, Boots, Dagwood, Dual Assemburm, Cypress Wizard, okay, den habe ich eh schon genug. Backup Secretary, Stack Revival, Launcher Commander, Tragödie, die sind nicht recht gut. Summoner Monk, kann man auch immer haben. Card Trooper, Debris Dragon, Mathematiker, ja, ist auch nicht so schlecht. Crane Crane, okay. Magician of Faith, Jester Confit, das ist eine sehr gute Karte für Stufe 1 Monster, wie zum Beispiel auch die Lyrical. Die können den gut gebrauchen. Glow Up Bulb. Ja, Kinkerboy, ebenfalls auch für Lyricals, sehr gut. Ist ein Spirit-Monster und kann auch Stufe 1 Monster wieder vom Friedhof beschwören. Dann Sinnet Backdoor, Soul Charge. Okay. Shuffle Reborn. DDR Different Dimension Reinkarnation. Ich glaube, das ist auch eine sehr gute Karte. Ich glaube, die kann ein Monster aus dem Spiel entfernen, also von was verbannt ist, als Spezialbeschwörung beschwören. Im Verteidigungsmodus. Das ist, glaube ich, eine Falle, glaube ich. Dann Goldener Sarkophag. Auch immer wieder gut. Mind Control. Cosmic Zyklon. Das ist mal wirklich was sehr, sehr Gutes. Und Moon Mirror Shield. Wow. Das ist ja, da sind ja voll die Hammerkarten drinnen. Dann Wow bist du. Dann auch wieder für Stufe 1. Dann Recoded Alive. Miracles Wake. Ich glaube, das sind für Linkmons und so weiter. Powerful Rebirth. Okay, Premature Return, Swamp Mirror, Quantum Cat, Storming Mirror Force. Da sind ja wieder ein paar gute Spielkräfte dabei. Dimensional Barriere, wow, dimensionale Barriere. Die ist ja wirklich, da, dass die da so einen billigen Reprint sozusagen bekommt, das ist wirklich sehr gut. Ghosts of the Past und dann auch noch Encode Talker, Trigate Wizard. Und Binary Sorceress. Das sind die ganz neuen Karten. Der Encode Talker ist, ups, das da. Das Monster hier, wie in Anime auch noch zu sehen ist. Es ist ja nicht so gut, der Effekt. Die Link-Marker sind auch nicht so gut platziert. Aber er ist schon, hat schon seine Vorteile. Manchmal für Kampf ist er, glaube ich, ziemlich gut. Ja. Da können wir nochmal das Bild anschauen. Sie vergrößern drei neue Link-Monster. Ah, das sind die ganzen Monster gewesen. Die Zauberer, die Fallenkarten. Ja, das ist wirklich sehr gut, sehr gut. Gut, das war's dann auch schon wieder mit diesen News und bis zum nächsten Mal.